Hallo zurück, meine lieben Freunde in Oberdiebach. Hier sind wir ja zu Hause. Ja, und es heißt für uns in Train Fever, ja, wie auch immer, es heißt für uns einen Neuanfang zu starten, denn ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich gebe es ja zu. Ich habe mit Geld um mich geschmissen, was ich gar nicht habe. Und den größten Fehler, den ich gemacht habe, ist folgender. Ich habe natürlich hier nicht unten auf die Karten geguckt. Die sollten wir uns mal angucken, denn ja, es ist wichtig, sich anzugucken, wo wollen die Leute überhaupt hin, die hier stehen und warten auf den Bus, auf den Zug, wie auch immer. Ne? Das habe ich nicht gemacht. Einfach mal anklicken, habe ich zwar angeguckt, ist zwar nett. Von den grünen Wohnhäusern, ne, wollen Sie natürlich, wie man hier sehen kann, mit der Linie 1 Richtung Arbeitsplatz. So. Und ja, der Arbeitsplatz, der ist ja hier. Hör mal. Das kann ich mir angucken alles. Und ich, Vollidiot, habe das nicht gemacht. Also, dementsprechend müssen wir gucken, dass wir innerorts die Verbindung besser hinkriegen. Ich lasse das jetzt Ganze alles mal im Pausemodus, weil sonst verlieren wir vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, habe ich mir überlegt. Was auch noch gut wäre, ist mittlerweile der Zug im Depot, ja, ne? Nö. Haben wir den verkauft? Wir haben den, glaube ich, verkauft, ne? Wie war das? Alter, das ist 10 Minuten her, ich kann mich nicht mehr erinnern. So, genau dasselbe ist hier, aber was auch noch wichtig ist, was ich total vercheckt habe, und wahrscheinlich habt ihr ja schon alle in die Kommentare reingeschrieben, ist, guckt euch mal diese Linie an hier. Ja? Na, versteht ihr? Hier wird quasi, ich mache mal kurz Start. Hier bewegen sich die Symbole. Das heißt für mich, ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal, dass Öl von Standort 1 zum Standort 2 gebracht wird. Also quasi von Standort 1, das ist hier, von hier hin, diese Ölquelle, wird es transportiert zu dieser Ölquelle, Raffinerie 2. Ja, und wieder zurück. Das heißt, wenn wir schon einen Bahnhof mit Zugdepot hier unten haben, habe ich mir überlegt. Lass uns doch einfach einen Zug bauen und lass uns einfach diese Verbindung hier von A nach B und zurück da einfach machen. Weil ich habe auch festgestellt, dass hier im Güterbahnhof da überhaupt nichts benötigt wird. Klar kommen die jetzt hier an. Ich habe in der Testaufnahme ein bisschen rumexperimentiert, wie man vielleicht merkt. Und ich habe festgestellt, wenn ich dann hier von A nach B transferieren lasse, von B nach C, dann ist hier überhaupt kein Bedarf. Die werden zwar hier reingebracht, die Güter, aber die verschwinden hier irgendwo. Ihr seht ja, hier ist nichts mehr an Gütern. Hier unten ist noch ein bisschen was. Es wird fürs Gewerbe gebraucht, verstehe ich auch alles. Was war das nochmal? Geschäftsgebäude, was war das nochmal? Industrie? Industrie ist blau, okay. Blau ist die Industrie. So, das war der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe einfach gedacht, baust du einfach drauf los, wie früher, weißt du? Nein, das Spiel ist leider zu clever für mich. Muss ich ganz ehrlich zugeben, in diesem Fall ist das Spiel zu clever. So, heißt also für uns, wir können auch unbegrenzt Geld scheffeln, also leihen. Das sollten wir auch erstmal tun. Ich hau jetzt einfach mal einfach was drauf, damit wir dann nicht gleich wieder hier rein müssen. Ist zwar ein bisschen blöd, es tut mir auch leid, dass ich da ein bisschen geschludert habe hier. So, diese Bahnlinie, die wird man auch irgendwann mal nutzen können, aber momentan nicht. Das heißt, wir haben den Güterbahnhof, den Güterbahnhof, das Zugdepot hier. Und wir müssen gucken, dass wir hier Folgendes bauen. Also hier kommt ein Bahnhof hin. Das ist schon mal so klar wie Kloßbrühe. Nehmen wir die kürzeste Verbindung, die würde ich sagen, ist hier, wenn wir den hier hinbauen. Warte mal, das machen wir jetzt mal. Haha, hier ist die Kehrtwende. Also, Güterbahnhof, wir nehmen Cargo, also wirklich für, ne, Dingens hier. So, und jetzt setzen wir den mal hier hin. So, müsste ja theoretisch ja auch. Kollision, Kollision! Okay, wir können den natürlich auch so setzen, ist okay. So, das sollte ja gehen. Okay, jetzt haben wir einen Güterbahnhof. Das heißt, die Sachen, die hier produziert werden, die werden hier hingebracht, verladen sozusagen. Und der zweite Güterbahnhof. Ah, Zugdepot. Mann, Alter. Güterbahnhof. So, da habe ich es doch schon. Alles gut. Den bauen wir hier hin. So, oder können wir ihn hier bauen? Nee, können wir nicht schnell. Das ist blöd. Blöd, wenn wir über die Straße müssen. Aber wäre besser, wenn wir den. Nee, wir bauen ihn hier. Ihr werdet gleich sehen, warum. Haha. So, also einmal zackig. Bup, hier hin. Okidok, das haben wir. Jetzt verbinden wir die ganzen. Jetzt verbinden wir die beiden noch. Ah ja. Ist okay, ich hab's gecheckt. Moment. Erstmal reißen wir hier was ab. So, wir müssen. So. Kann ich ihn auch abreißen? Warte mal. So, den brauchen wir ja erstmal nicht. Sieht zwar jetzt ein bisschen wild aus, was ich mache, aber es hat alles irgendwie doch letztendlich ein System. Da machen wir gleich ein bisschen Geld mit. Das ist ja schon mal gut. Das können wir momentan ja echt gut gebrauchen. So, pass auf, ich setze das mal hier hin. So. Jetzt versuchen wir da noch hin. Tut mir leid jetzt wegen dem Bauern. Wegen des Bauern. Entschuldigung, habe ich auch wieder falsch gesagt. Aber so ist das halt nun mal.
Wir machen mal kleinere. Verbinden das Ganze so. Okay, jetzt haben wir A und B miteinander verbunden. Das ist schon mal schön, aber jetzt müssen wir nur noch die anderen beiden hier verbinden. Warte. Weil sonst kommt ja kein Zug auf die Strecke. Verstehst du? So. Jetzt können wir das jetzt so. Nee, das war jetzt wieder ein bisschen tricky. Warte. Komm her. Komm her, du Sau. Ich hab's doch schon ausgewählt. Verdammt. Genau, ich hatte es nämlich dann hier rum noch angeschlossen, dass das dann hier rum ging. Fand ich irgendwie ganz lustig. Aber. Hier, ich hatte den Güterbahnhof gebaut. Entschuldigung. Obwohl, kann ich auch nochmal versuchen. Ich versuch's nochmal. Ich gebe einfach nicht auf. So. Bis wir das Spiel, oder ich das Spiel viel mehr verstanden hab. So. Da muss man den aber ein bisschen höher bauen. Oder bauen wir den hier hin? Warte mal. Kann man ja auch hier bauen, oder? So. Dürfte das funktionieren? Schwierig. Und dann muss er wieder raus, ne? Vor allem ist das sinnlos, wenn wir hier rumfahren kurz. Ne, da müsste er theoretisch, müsste der schon hier landen. So. Das müsste... Von meiner Logik her müsste das funktionieren. So, Güterbahnhof. Ich teste das einfach mal. Güter müssen ja auch hierher transportiert werden. Vielleicht war ich auch eben wieder zu doof. Ich weiß es nicht. Wir checken das Ganze mal. So, pass auf, das machen wir einmal hier so rum. So. Ich bringe mal hier rüber. So. So, und jetzt gehst du hier hoch. Moment. So. Verbind dich. Zack. Suff, tuff, tuff. Die Eisenbahn ist puff. So. Die Rumlarum, Muffelstiel. Das geht nicht. Na. Dann müssen wir das auch nochmal abreißen. Also. Wir konzentrieren uns gerade auf Güter. Und weniger auf. Warte. Wie machen wir das hier? Weniger auf Personen. Das wollte ich sagen. Genau. Das kann ja weg. Dann würde ich den anderen gerne abreißen. Ich würde das alles gerne mal abreißen. Warte, das ist doch alles. Und wir müssen uns nachher noch konzentrieren, dass wir. So. Demolition Derby. Keine Sorge. Ist jetzt ein bisschen teuer am Anfang. Aber damit haben wir ja nie Probleme. Also ich zumindest. So, jetzt lassen wir das erstmal verbinden. So. Und den ja oben. Geht das nicht? Dann brechen wir mal ab und verbinden das so. Und wir verbinden das so. Ja. So. Vom Zug Depot. Und jetzt müssen wir theoretisch dann auch so weiter verbinden. Das ist falsch. Verbinden können. Das geht auch nicht. Haha. Theoretisch müsste er dann aber so gehen. Alter, warum geht das nicht? Ich hatte eben anders. Vielleicht ist das der Grund. Nee. So, okay. Dann machen wir es halt so. Und dann gehen wir von hier unten. Nein, das ist der Bahnhof. Den brauchen wir. Na, ich hab's nicht mit Treffergenauigkeit hier. So. Können wir nämlich auch gleich wieder eine Abzweigung hier rüber machen. So, keine Angst um hohen Preis. Wir hauen jetzt erstmal hier alles hin. Wir müssen wieder investieren. Wir haben einen neuen Plan, Plan B. Und diesen Plan müssen wir auch in die Tat umsetzen. Und das geht halt nur, wenn wir hier auch ordentlich mal Geld investieren. Ja, so ist das. So. So, jetzt haben wir das auch verbunden. Sieht doch gut aus. Ne? Also, Güterbahnhof, zack, einmal, zweimal, dreimal, zurück, zup. So, also, finde ich in Ordnung, ich könnte damit leben, wichtig ist halt auch, dass die Güter transportiert werden, und das gucken wir uns einfach mal an, so, pass auf, ich zoome nochmal gerade ran, okay, wir kaufen uns einen Zug, ist ja nichts Neues, hatten wir ja schon mal gehabt, also, spanische Brötli, zup. So, pass auf, jetzt stellen wir das mal gerade unten alles hier hin. Es hat mir gerade in Ruhe gelassen. Ich wollte eigentlich schon aufhören zu zocken. Aber ich dachte mir, ein bisschen spürst du noch. Teste das mal aus. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen. Alter, geh mal mit System an die Sache. So, pass auf. Also, was haben wir denn hier für Güter, die transportiert werden? Wir haben hier Bedarf an Öl und es wird Güter produziert. Also demnach brauchen wir
Güterwagen. 1, 2. So, der Name ist schon mal drin. Das wird definitiv gebraucht. Wenn wir sehen, 25 wird produziert. Wir können hier mit 4,4 transportieren. Was mit offener Güterwagen? Kohle, Eisenerz, nein. Güter. Wichtig. 4. So, das heißt, der Wagen muss fahren. Okay, das hätten wir. Dann haben wir hier noch einen, er produziert Öl, hat keinen Bedarf. Das heißt, 25 Öl, nehmen wir den Kesselwagen, zack, zack. Okay, haben wir. So, dann hier den Güterwagenhof. Tja, nichts wartend. Also das könnte wieder so ein Problem werden. Wenn das nicht funktioniert, dann schicken wir den einfach von A nach B hin und her. Das hat auch funktioniert. Also, kein Thema. Dann reißen wir den wieder ab. Das kennen wir ja schon. So. Aber ich frage mich einfach, warum hier nichts gebraucht wird. Die Waren werden über Land hierher gebracht, ja? So. Muss ich hier noch einen Bahnhof bauen? Kann das sein? Ich teste das jetzt einfach. Ich bin jetzt hier voll in Bahn. Immer wieder eine neue Idee, weißt du? Stehst du? So, hier ist natürlich eine Straße. Das ist natürlich auch dann blöd. Deswegen verbinden wir einfach mal die Straße. Nein. Hier hoch. So. Tju, okay. Das könnte auch wieder in die Wurz gehen. Ja, sehe ich schon kommen. Ich sehe schon kommen. So, LKW-Ladeplatz für Güter. Großer LKW-Ladeplatz finde ich übertrieben, brauchen wir nicht. So, und da packen wir jetzt einfach mal hier. Nee. Komm schon. So. Okidoki. Also, wo ist unser Zug? Wir müssen noch eine neue Linie erstmal einrichten. So. Ihr merkt, also langsam habe ich das Spiel verstanden. Züge kaufen kann weg. So. Dafür packen wir mal das hier oben hin. Neue Linie. Die Linie beginnt hier. Fährt dann hier rüber. Dann hier rüber. Und das war's. Klingt easy, wa? So, das ist die Linie 5. Die Linie 5. Wo ist unser Zugdepot? Da ist unser Zugdepot. Und das ist Zug Nummer 2. Das heißt, dem weisen wir die Linie 5 jetzt erstmal zu. Zack. Das heißt, er setzt sich gleich in Bewegung. So, und den behalten wir auch mal im Auge, genau. Den setze ich mal hier unten hin, um zu gucken, ob der Geld einbringt. Weil so müsste es funktionieren. Okay, das heißt, Zug 1 haben wir nicht mehr, ne? Warte mal, wo war die Liste mit allen? Das habe ich da auch eben gesehen. Moment. Achso, shit. Hätte doch draufbleiben müssen. Haltestellen, nein, da. Zug 1 ist im Zugdepot. Achso, ah, okay. Verstehe. Der ist noch unterwegs. Wo bist du denn, mein Freund? Wo bist du denn? Gehen wir mal gucken, wo er ist. Boah, das sieht geil aus. Oh, das wäre was für ein Screenshot. Warte, ich mach mal kurz. Lululululu. Dim, dim. Ach, das sieht cool aus. Ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus. So. Das könnte man eigentlich mal so einen Screenshot machen. Naja, so, du willst eigentlich in ein Zugdepot. Das heißt, wir haben ja jetzt den Weg zugebaut für ihn, was natürlich jetzt clever war. Ist auf jeden Fall in diese Richtung. Stimmt, wir haben am Schluss der letzten Folge noch gesagt, fahr mal zurück. Ich würde also vorschlagen, pass auf, dann machen wir es anders. Wir bauen jetzt, wir sind wieder viel am Bauen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es muss sich lohnen. Den Zug müssen wir verkaufen, weil der kostet uns auch jeden Monat Geld. Demnach müssen wir ihm hier noch ein Zugdepot bauen. Nee, geht so nicht, pass auf. Das müsste ich aber hinkriegen. So. Und das müssen wir natürlich noch verbinden. Wie Kollision. Nix Kollision. Ich will das verbinden. Ich bin der Grinch, jetzt mach ich. Was ist das? Habe ich einen Busbahnhof gebaut? Hab ich jetzt wirklich einen Busbahnhof gebaut? Staats- und Fahrzeugdepot. Ich hab doch hier auf. Doch, ich war hier drauf. Zugdepot, ja, ist so ein Zugdepot, alles klar. Muss also funktionieren. Ich bin doch nicht so verdattelt, wie ich dachte. Wieso würdest du denn kollidieren, mein Freund? So langsam bin ich verwirrt. Dann machen wir es anders. Dann machen wir erstmal die Straße, das Gleis, so. Ne, ist mir ein bisschen teuer. Warte, warte, warte. Kommen wir irgendwo besser dran? Ja, hier, glaube ich. Hier ist. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, hier ist es noch besser. Oder? Was sagt ihr? So. Warum komme ich da nicht dran?
So, und da tatscheln wir jetzt einfach das Zugdepot dran. Machen wir es halt andersrum. Ich mir eigentlich wurscht, wie wir es machen, ob wir machen es. So, Zugdepot. Le Depot. Zack dran. Hallo? Was ist los? Haben wir wieder kein Geld? Achso. Wir leihen uns noch was? Um das Zugdepot zu bauen. So, alles klar. Jetzt können wir ihm sagen, Vereinsdepot, jetzt müsste er theoretisch ja das Depot kennen. Das heißt, wir müssen ihm, warte mal, damit er ja nicht in falsche Gedanken kommt. Ah ne, der Weg ist ja eh schon zu. Das heißt, theoretisch kann er gar nicht hier rüberfahren, weil er, hier ist Ende. Okay. Nicht, dass hier ein Zugunglück passiert, das wollen wir doch nicht. Also, sagen wir ihm, die Strecke ist für dich tabu. Das müssen wir leider auch nochmal abreißen. Tut mir leid, aber... So, theoretisch wird er jetzt wissen, kein Weg ins Depot. Ist klar, du machst mich fertig hier. So, pass auf, die setzen wir auch mal dahin. Ich behalte mal auch im Auge, die werden wir nämlich gleich loswerden. Okay, das hätten wir. Nächste, was wir machen müssen, ist hier noch in Oberdirbach, in unserem schönen Zuhause. Ich mache das ja gerade mal an hier, weil das ist ja wichtig. So, die Leute einfach zu verbinden, denen eine bessere Verbindung zu schaffen, denn die müssen von A nach B, sprich, von der, wie wir es kennen, von der Arbeit, von zu Hause, auf die Arbeit und wieder zurück und wollen noch ein bisschen Freizeitaktivitäten genießen. Also das müssen wir irgendwie so ein bisschen optimieren. Gefällt mir gerade noch nicht so ganz, weil wir feststellen, wir haben zwar hier die Wohnungseinheiten, so, aber was ist denn hier in der Mitte? Das haben wir vergessen, müssen wir gleich optimieren, machen wir in der nächsten Folge. Ich danke erstmal fürs Zusehen. Oh, eine mache ich noch, ich bin jetzt heiß. Ihr merkt das schon. Wir sehen uns in der Endcard wieder. Bis gleich. Yeah, Oberdiebach, das wird in the hood, deep in the Bach. Werden wir auf jeden Fall noch schön machen, optimieren. Das mit dem Zug ist ein Anfang. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf Pause gehabt, aber macht ja nichts. Ihr wisst also, was ich vorhabe in den nächsten Folgen. Seid wieder mit dabei, ich würde mich freuen. Ja, und dann lade ich euch zum Kaffee in Oberdiebach ein. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.